Sorry miteinander. Der Bundesrat hat entschieden, dass wir am 27. April unter anderem Waffenshops und Barbershops wieder aufmachen. Es freut uns sehr, dass wir wieder aufmachen dürfen, weil die Arbeit mit euch hat uns extrem gefehlt. Und die Zeit daheim ist extrem anstrengend. Die vergangenen Wochen waren für uns alle extrem anstrengend, eine extreme Herausforderung. Und es ist schon krass, dass wir jetzt, nach dieser Krise, jetzt anfangen zu merken, wie krass, dass wir alles hatten, alles im Überfluss, alles überall einreisen. Und plötzlich kommt so eine Krise, so eine Epidemie. Und wir werden von all diesen Sachen werden wir vertraut, dass es wird uns genommen, es wird uns unsere Freiheit ein Stück weit genommen, können zu machen, zu tun und leben, wie wir wollen. Es war eine mega unschöne Sache gewesen, aber jetzt sind wir darum froh, dass wir wieder an den Sack gehen und arbeiten. Wie bereits schon in verschiedenen Interviews, die ich gegeben habe, ich schon gesagt habe, hatte ich ein bisschen Angst vor der Situation, was mit unserem Laden da wird passieren, ob man das kann leisten und wie wir mit dem in dieser Situation weitergehen. Ich habe aber immer in dieser Zeit gesagt, als ich unsere Bundesrätin, unsere Bundespräsidentin gehört habe, sagen, wir sind ein reiches Land, wir helfen euch, wir unterstützen euch, habe ich gewusst, ich muss keine Angst haben. Und obwohl die letzte Zeit für uns alle sehr anstrengend war, sind sehr härter sind, bin ich extrem dankbar für das, was der Bund, der Kanton und das BAG für uns gemacht hat, geschaut hat, dass wir die Weisungen einhalten, das ganze Krisenmanagement, dass die das so gut organisiert haben, für das bin ich extrem dankbar. Und dank allen, die sich dem angeschlossen haben oder das unterstützt haben, dürfen wir jetzt auch wieder arbeiten. Und für das bin ich vor allem all diesen Leuten extrem dankbar. Mega überwältigt sind wir vor allem auch, wo alle unsere Kunden mit uns angefangen haben zu leiden, merken, der Laden geht jetzt zu, uns Hilfe angeboten haben wieder Gutscheins kaufen. An all die Kunden, die wir da haben, ein unendliches Dankeschön, dass ihr alle für uns da sind, dass ihr Kunden seid bei uns. Es ist wirklich schön zu sehen, dass alle am gleichen Strick gezogen haben, dass alle mitgezogen haben. Im Sinne von, wollen uns helfen, wollen uns unterstützen. Für das danken wir im Namen des ganzen Feines Barbers Team an jedem einzelnen Kunden von euch, der uns in dieser schwierigen Zeit versucht hat zu unterstützen. Bei aller Freude und Dankbarkeit, die das Lockern und das Wiederaufmachen von unserem Barbershop mit sich bringt, sind wir ein Gedanke bei all denen, die unter der Krise noch leiden und am Lockdown noch leiden. Sei es Leute aus der Clubszene, Leute, die wirten und alles andere, die halt auch Restaurants etc. alles muss noch zu haben. Wegen dem ist es extrem wichtig, dass wir uns alle gleich noch an die Massnahmen vom Bund halten, dass wir so schnell wie möglich alle Bereiche wieder lockern können. Auch wir aus unserer Seite, vom Workshop aus, werden sich an die Hygienemaßnahmen und Hygienevorschriften halten, damit es für alle so schnell wie möglich wieder weitergeht. Wir sind also ab dem 27. April wieder für euch da. Wir werden schauen und den Bund beobachten, was das Ganze mit sich bringt. Wir wissen noch nicht genau, welche Vorgaben wir einhalten müssen. Wir sind Vorkehrungen am Treffen. Aber vor allem müssen wir noch ein bisschen abwarten, um zu schauen, was das genau beinhaltet und wie wir das umsetzen können. Eben noch ein bisschen Geduld für die Leute, die noch keinen Termin bekommen haben. Wir werden so schnell wie möglich schauen, dass wir alle bei uns kommen. Eintragen in unseren Kalender, dass ihr alle wieder einen frischen Anschnitt bekommt. In dem Sinn
Bleibt gesund, bleibt zu Hause. Danke vielmals für eure Zeit. Danke, habt ihr das Video geschaut. Im Namen vom Finest Barbers Team danken wir euch allen, die uns haben unterstützen. Wir danken dem Bund für die Unterstützung anderweitig. Und wir freuen uns auf die Zeit, wenn wir wieder arbeiten können. Und wir freuen uns dann alle auch, zu begrüßen und zu sehen. Danke vielmals und eine gute Zeit. Bleibt gesund.